Der letzte Detektiv. Eine Science-Fiction-Krimiserie von Michael Koser. Heute Eurobaby. Bambala. Kennen Sie Bambala? Eine Hafenstadt in Sahel, Nordostafrika. Trocken, heiß, staubig, trübselig. Und über dem Ganzen ein durchdringender Duft nach Kamelmist und abgelatschten Sandalen. Das Letzte. Ja, Gottes linke Achselhöhle. Das Loch gleich neben der Hölle. Des Teufels fauler Stockzahn. Der Arsch der Welt. Sam, mein Computer und ständiger Begleiter. Redet viel. Weiß alles. Ja. Nur nicht, wie man aus diesem verfluchten Nest rauskommt. Ich saß fest, seit einer Woche. Ich hatte einen Job in Merdistan gehabt. Das ist der sympathische Staat im Orient, der seine Bürger mit öffentlichen Massenfolterungen bei Laune hält. Ich sollte ein Kind aus Merdistan holen, für seine Mutter in Babylon. Ihr merdistanischer Ex-Partner hatte es entführt. Jonas sollte es zurückentführen. Das ging schief. Jonas musste ganz schnell türmen. Über den Golf in einem Fischerboot. Und jetzt saß er in Bambala. Kein Geld, keine Möglichkeit nach Hause zu kommen, nach Babylon, der großen Stadt mitten in den Vereinigten Staaten von Europa. Dachte ich. Aber da tauchte plötzlich dieser Landsmann auf. Wir sind doch Landsleute, oder? Ich bin sicher, Sie kommen aus Europa. Babylon. Habe ich doch sofort gesehen. Was trinken Sie? Auf der Flasche steht Bier. Schmecken tut's wie Spülwasser. Stern von Sahel, ne? Selber schuld, wenn Sie diesen einheimischen Shit bestellen. Wozu bringen wir denn gute europäische Biere in dieses gottverlassene Land? Pilsen, München, Dortmund, Bremen, das hört sich doch gleich ganz anders an, ne? Kann ich mir nicht leisten. Aber ich. Boy, zwei Becks, eiskalt, ein bisschen Chop-Chop. So muss man mit denen hier umgehen, faules Volk. Sie kennen sich aus. Na sicher, bin ja nicht zum ersten Mal hier in Sahel. Ach, meine Karte bitte. Cornelis van Meeren, Eurimex. Nennen Sie mich Conny. Muss ich? Was heißt Eurimex? Ja, kennen Sie nicht? Große europäische Firma, Import-Export. Wir kaufen, verkaufen, vermitteln alles. Bier nach Sahel zum Beispiel. Und sonst noch so einiges. Alles, was gut und teuer ist. Dafür kaufen wir hier Hirse für Genvieh in Europa. Gewaltige Fleischklumpen in Plastiktrögen. Ohne Glieder, ohne Kopf. Automatisch gewartet und gefüttert. Mit Hirse aus Sahel und anderswo. Und Holzschnitzereien, Masken, Figuren, echte Volkskunst. Kommt fantastisch an in Babylon. Boutiquen, Galerien reißen sich um das Zeug. Haben Sie unser Schiff im Hafen nicht gesehen? Die Eurimex Queen? Gestern eingelaufen. Mit Conny van Meeren unter anderem. Und wer sind Sie? Jonas. Und weiter? Nur Jonas. Interessant. Und was tun Sie? Sehen Sie doch. Ich sitze in einer Kneipe in Bambala, trinke einheimisches Bier und überlege, wie ich nach Babylon komme. Jonas hätte sagen können, ich bin Detektiv. Der letzte Detektiv. In Babylon. In Afrika vermutlich auch. Aber das sagte ich nicht. Ich weiß nicht, warum. Abgebrannt. Zu meinem Vergnügen bin ich jedenfalls nicht hier. Mhm. Sie machen den Eindruck, als könnten Sie Bodyguarden. Könnte ich. Fragt sich, ob ich will. Haben Sie eine Wahl? Warum fragen Sie? Weil wir einen brauchen, einen Bodyguard. Sie? So sehen Sie nicht aus. Die hohe Frau meiner Chefin, Dr. Pretorius, Besitzerin und Generaldirektorin von Eurimex. Was ist, trauen Sie sich das zu? Haben Sie Erfahrung? Guerillakommando auf Feuerland. Immerhin. Ist zwar schon ein paar Jährchen her, der Antarktische Krieg, aber... Was Besseres als Sie werden wir in Bambala kaum auftreiben. Warum haben Sie sich keinen Bodyguard aus Babylon mitgebracht? Haben wir ja. Aber der Blödmann konnte nicht schwimmen. Heute Morgen haben wir ihn tot aus dem Hafen gefischt. Über Bord gefallen. Muss wohl. Also, wenn Sie wollen, Jonas? Vielleicht erzählen Sie mir erst mal, worum es genau geht. Was, wie lange und vor allem wie viel. So ein Aushilfsjob. Und für ein paar Tage, solange wir in Sahel sind. Wir fliegen am... Welchen haben wir heute? Sam... Mit dem Gnockenschnack.
Pardon, vieltausendmal pardon. Mit dem Glockenschalalalalak haben wir boing, den 12. Juli, in mehr oder weniger segensreichen Jahre des Heils oder falls gewünscht des Herrn 2012. Am 15. fliegen wir zurück nach Babylon per Rakete ab Kundu. Warum fahren Sie nicht mit Ihrem Frachter, so wie Sie hergekommen sind? Weil die Eurimax Queen schon übermorgen segelt. Das geht bei uns ruckzuck, wissen Sie. Gestern Abend angekommen, heute entladen, morgen beladen, übermorgen früh Abfahrt. Und wir, Dr. Pretorius und ich, bleiben noch ein bisschen im Lande. Dr. Pretorius ist nämlich Ehrengast des Präsidenten beim großen Festakt übermorgen in Kundu. Haben Sie sicher von gehört, 50 Jahre Unabhängigkeit. Uhuru, wie Sie hier sagen. Uhuru, Freiheit. Freiheit zu kaufen und sich kaufen zu lassen. Hirse, die das Land dringend selber braucht, und Vergangenheit, Kultur, Identität gegen Importbier für die oberen 500. Gegen Drogen, Waffen, Holocorder. Es lebe der Fortschritt. Es lebe die Freiheit. Ihr Job sieht so aus, Jonas. Sie kommen morgen mit nach Kundu, passen 3 Tage auf Dr. Pretorius auf und kriegen dafür 250 Euro. Und ein Raketenticket Kundu Babylon. Einverstanden? Warum beschützen Sie nicht Ihre Chefin, Herr van Meeren? Die Statur dafür hätten Sie. Besten Dank, ich habe was anderes zu tun. Verraten Sie es mir. Ich bin der Privatsekretär der Hohen Frau. Betonung auf privat. Also was ist Jonas? Ja oder nein? Zwischen Bambala und der Hauptstadt Kundu liegen rund 400 Kilometer Wüste. Das störte uns wenig. Die sahelische Armee hatte dem Ehrengast ihres Präsidenten einen Transporthelikopter samt Pilot zur Verfügung gestellt. Einen Sikorsky Icarus. Viel zu groß für die paar Koffer und für 6 Passagiere. Auch wenn Dr. Pretorius darunter war, die hohe Frau von Eurimax. Spitz und scharf, innen wie außen. Das ist der Mann, den Sie uns besorgt haben, Conny? Ja, Chefin. Jonas. Nur Jonas. Interessiert mich nicht, wie er heißt. Naja, Durchschnitt. Die Auswahl war nicht gerade riesig, Chefin. Ist ja nur für 3 Tage. Er weiß, was er zu tun hat? Im Großen und Ganzen, Chefin. Ja. Das heißt... Ich bin nicht stumm. Der Sekretär hat mich als Bodyguard eingeordnet, Dr. Pretorius. Bewache Sie, beschütze Sie, sehe zu, dass Ihnen nichts passiert. Sicher, aber in erster Linie passen Sie auf Baby auf. Baby? Dieser kleine Koffer. Sie lassen ihn nicht aus den Augen. Schwer. Was ist da drin? Mein Schmuck. Nicht, dass Sie das was anginge. Sie müssen sehr an Ihren Klunkern hängen, Dr. Pretorius. Wenn Sie eigens dafür einen Bodyguard engagieren. Sparen Sie sich die Kommentare, dafür bezahle ich Sie nicht. Und steigen Sie endlich ein. Die Frau, die schon im Helikopter saß, war das ganze Gegenteil von Dr. Pretorius. Groß, jung, weder scharf noch spitz. Der Hautfarbe nach hätte sie eine Einheimische sein können. Aber die Kleidung sagte Amerika. Vielleicht Washington. Wo kommen Sie denn her? Aus Washington? Nicht ganz. New York. Neon heißt ich. Ganz einfach Neon. Nur Neon? Sind Sie Detektivin? Wie kommen Sie da drauf? Ich schreibe. Für Holo? Nein, Bücher. Kriminalroman. Das ist wohl eine fixe Idee von Ihnen. Ich schreibe Reiseberichte mit Background. Politik, Geschichte, Wirtschaft. Ich schicke Ihnen gern mal ein Buch von mir, falls Sie lesen können. Nur großgedrucktes. Wie kommen Sie hierher? Ich war oben an der Grenze, im Kriegsgebiet. Krieg? Was für ein Krieg? Sahel gegen Farazan, um die Schifffahrtsrechte auf dem Grenzfluss Chuba. Schon seit Jahrzehnten schlagen sie sich darum. Wissen Sie denn das nicht? Warum sollte ich? Ich bin nur zufällig hier. Und ich meinte eigentlich, wie kommen Sie in diesen Helikopter? Dachte, er ist reserviert für Ihre Majestät Dr. Pretorius nebst Hofstaat. Ich will mir die große Uhuru-Fete in Kundu ansehen. Und weil ich weder Lust noch Zeit habe, in einem uralten Bus tagelang über Wüstenpisten zu klappern, habe ich Dr. Pretorius um einen kleinen Platz in ihrem großen Helikopter gebeten. Sehr begeistert war sie nicht, aber naja, wie Sie sehen, fliege ich mit. Was führt Sie nach Kundu? Anschnallen, wir starten. Hey, Sie! Bodyguards! Geht's, Baby? Bestens. Ich sitze drauf. 6 Passagiere. Dr. Pretorius... Neon, Privatsekretär van Meeren, Jonas und ein schweigsames Pärchen, das ruhig in seiner Ecke hockte. Geschäftsfreunde aus Kundu, sagte van Meeren.
Die Frau kam mir bekannt vor. Ich musste sie schon mal gesehen haben. Oh, wann? Es fiel mir nicht ein. Egal, dachte Jonas. Da dachte er falsch. Ich warf einen Blick durchs kleine Bullauge. Braun-gelb-rote Eintönigkeit bis zum Horizont. Ich passte auf Baby auf. Und ich unterhielt mich mit Neon. Von ihr abgesehen ein langweiliger Trip, dachte Jonas. Da dachte er wieder falsch. Nach etwa einer Stunde Flug wurde es interessant. Interessanter, als mir lieb war. Das Pärchen wachte auf. Er ging zum Cockpit. Sie drehte sich uns zu. Beide hatten Laserstrahler in den Händen. Kein Laut, keine Bewegung. Bleiben Sie ganz still sitzen. Wir ändern den Kurs. 200 Grad Südwest. So, Kundu liegt doch im Norden. Wir fliegen nicht nach Kundu, wir fliegen nach Sokoto in Farazan. Geben Sie den neuen Kurs ein. Los, oder? Gut so. Wenn das ein Scherz sein soll, verehrtes Tim. Kein Scherz, Dr. Brechold. Wir meinen es ernst. Verhalten Sie sich ruhig, tun Sie, was wir Ihnen sagen. Dann bleiben Sie am Leben. Vielleicht. Jetzt fiel es mir ein. In Kusbekistan hatte ich sie gesehen. Vor anderthalb Jahren. November 2010, auf meiner orientalischen Todestour. Sie gehörte zu den Leuten von Duna Kamal, zur KBF, zur kusbekischen Befreiungsfront. Daher unser neues Reiseziel. Farazan unterstützt die KBF, inoffiziell natürlich. In Sokoto können sich die Entführer sicher fühlen und in aller Ruhe verhandeln. Verhandeln? Mit wem? Das ist doch klar. Mit den Vereinigten Staaten von Europa. Über einen Austausch. Drei europäische Geiseln. Und eine Amerikanerin. Die aus Versehen in die Geschichte geraten ist. Na und? Mitgeflogen, eingezogen. Wir sitzen alle in einem Boot, Schwester. Wollte sagen, in einem Helikopter. Halt den Rand, Sammy. Weshalb so unwirsch, du Knurrhahn? Sam hatte lediglich das Bedürfnis, sich wieder mal in Erinnerung zu bringen. Denn lange, allzu lange schon, musste er der süßen Rede ganz entsagen, des guten Rats. Geh mir nicht auf die Nerven, deine Zeit kommt schon noch. Also, vier Geiseln hier. Gegen wen oder was? Im Austausch gegen die KBF-Mitglieder, die in europäischen Gefängnissen sitzen. Sie haben aber auch gar keine Ahnung, Jonas. Richtig! Irrtum. Niemand wusste darüber besser Bescheid als ich. Schließlich hatte Jonas mitgeholfen, Duna Kamal und ihr Kommando hinter Gitter zu bringen. Unfreiwillig, aber maßgeblich. Siehe Fall Inselklau. Den beiden Entführern war das offenbar unbekannt. Ein Glück. Der Mann blieb vorn beim Piloten. Die Frau behielt die Passagiere im Auge. Ab und zu fuchtelte sie mit ihrem Laser herum. Sonst war sie eigentlich ganz friedlich. Wir konnten uns unterhalten. Leise natürlich. Nehmen wir an, ich kriege einen Herzanfall. Sehr gut, Neon. Sie wird abgelenkt. Ich nehme den Laser weg, halte den Mann damit im Schach. Könnte klappen. Ein bisschen Glück. Was meinst du, Sam? Frage zu Waage. Sam ist ein Computer. Computer meinen nicht. Jetzt muffelt er, weil ich ihm vorhin übers Maul gefahren bin. So ist er. Frage ich also anders. Du hast gehört, was Neon und ich vorhaben, Sam. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass unsere Aktion klappt? Piep! 1 zu 1, 2 zu 2, 3 zu 3, 4 zu 4, 50-50, das reicht mir. Ja. Machen Sie sich bereit, Neon. Augenblick mal, Jonas. Wollen Sie etwa versuchen, die Entführer zu überwältigen? Genau das, Dr. Pretorius. Sind Sie verrückt? Im Gegenteil, ich bin Experte. Kommt nicht in Frage. Sie arbeiten für mich, Jonas, und ich verbiete es Ihnen. Kategorisch. Aber ich... Kein Aber, Schluss der Debatte. Seltsam. Sehr seltsam. Äußerst seltsam. Extraordinär. Exorbitant. Exaltiert. Existenzialistisch. Explosiv. Extravagant. Exzentrisch. Extremistisch. Exzeptionell. Ex. Und hopp. Der Flug ging weiter. Richtung Sokoto in Farazan. Dachten wir. Im Helikopter blieb es ruhig. Draußen nicht. Wind kam auf. Wir wurden durchgerüttelt. Immer stärker. Von dem Bullauge wirbelnde Muster aus Sand und Staub. Sonst war nichts zu sehen. Dafür gab's was zu hören. Eine Unterhaltung zwischen Dr. Pretorius und ihrem Sekretär. Gedämpft. Und sehr interessant. Ich dachte, die beiden sind vom sahelischen Geheimdienst als zusätzliche Absicherung. Dachte ich auch, Chefin. So haben sie sich vorgestellt. Irgendwas ist schiefgelaufen. Das können Sie laut sagen, Conny. Laut lieber nicht, sonst hören die anderen mit. Mann Gott, sehen Sie das doch nicht fertig.
Ja, schon ein komischer Zufall, dass die gerade uns entführen. Zufall? Wenn Sie das glauben, Conny, dann sind Sie noch blöder, als ich Sie bisher eingeschätzt habe. Wenn ich so überlege, Chefin, ein bisschen merkwürdig ist es schon. Ein bisschen merkwürdig? Sie sind blöde, Conny. Sie sind wirklich blöd. Dieser Helikopter wird entführt. Dieser Helikopter mit seiner ganz besonderen Fracht. Und wohin, Conny? Nach Farazan, ausgerechnet. Meinen Sie, die wissen, was wir bei uns haben, Chefin? Die Entführer? Glaube ich nicht. Die zeigen überhaupt kein Interesse für Baby. Aber ihre Hintermänner in Farazan, die sind genau im Bilde. Sie wollen Baby für sich. Möchte nur wissen, wer ihnen unser kleines Geheimnis verraten hat. Mein Gott, Chefin, was machen wir bloß? Abwarten, Conny, keine Panik. Und halten Sie diesen Idioten zurück. Eine Schießerei an Bord ist das Letzte, was wir brauchen. Dann geht alles hoch, Baby, hier der Helikopter und halt Sahel. Der Idiot war natürlich Jonas. Der Idiot machte sich so seine Gedanken. Über Dr. Pretorius, über Euremix. Und über Baby, ganz besonders über Baby. Bis mir plötzlich das Nachdenken verging. Der Helikopter ging unvermittelt in eine Art Sturzflug über. Er sackte jäh ab, kurfte scharf nach rechts. Dann setzte er hart auf. Alles flog durch die Kabine. Passagiere, Entführer und Baby. Baby, wo ist Baby? Hier, Dr. Pretorius. Ich hab den Koffer fest im Griff. Ist ihm auch nichts passiert? Sieht nicht so aus. Nur eine kleine Delle. Sehen Sie nicht zum Cockpit, Jonas. Der Pilot macht seine Türe auf, ganz vorsichtig. Jetzt. Jetzt ist er draußen. Halt! Stehen bleiben! Ich schieße! Lass die Geisel nicht aus den Augen, Leiner! Klar! Halt! Der Entführer stand in der offenen Tür und schoss auf den Piloten. Der verschwand im aufgewirbelten Staub. Ob er getroffen war, weiß ich nicht. Der Entführer wurde getroffen. Das weiß ich. Von einem Schuss, der draußen abgefeuert wurde. Er sackte zusammen und blieb liegen. Was war hier los? Und vor allem, wo waren wir? Auf festem Boden, du intellektueller Blechschaden. Terra firma, wie wir Lateiner sagen. Nun sei bedankt, mein lieber Sam. Ja. Ein höchst profunder und hilfreicher Beitrag zur Klärung der Situation. Dass wir gelandet sind, weiß ich selbst. Die Frage ist, wo? Farazan? Glauben Sie, Neo? Wenn wir nur was sehen könnten. Also die Schatten, die Umrisse da draußen. Sind das Häuser? Ich weiß nicht. Ach, dieser schreckliche Wirbelsturm. Präzise Sandsturm. Oder Kamsin, wie dies hierorts nicht eben unhäufige Naturphänomen von den Einheimischen bezeichnet zu werden pflegt. Sofern es Sam verstattet ist, die Diskussion durch eine, profunde Anmerkung aus dem Bereich der meteorologischen wie auch der linguistischen Wissenschaften anzureichern. Wenn das alles ist, was du beizutragen hast, Sam. Ja, mitnichten, hohes Gericht. Aller guten Dinge sind drei. Kundu. 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 Und was heißt Kundu? Nö, was wird schon heißen? Liebe Kinder, formulieren wir es so, dass auch diejenigen unter euch verstehen, die mit einem Vakuum zwischen ihren Heuchlöffeln geschlagen sind, ne? Wir sind in Kundu. Capito, Kapitän? Unser Helikopter ist in Kundu gelandet. Die Straße nebst genauer Hausnummer anzugeben, sieht Sam sich bedauerlicherweise nicht in der Lage. Doch scheint es sicher, dass wir uns auf militärischem Gelände befinden. In Kundu. Ah, soll ich's auch noch buchstabieren, du Schwachwitz? Wo wir sowieso hin wollten. Aber der Pilot musste doch den Kurscomputer umprogrammieren auf Sokoto. Durchaus korrekt, meine Gnädigste. Was sich jedoch dero Holdseligkeit Kenntnis entzieht, wie auch der meines wie üblich vernagelten Meisters, der uns entführt habenden Herrschaften, ist die Tatsache, dass das Flugsystem dieses unseres Transportmittels mit einem geheimen Zusatzprogramm ausgestattet ist. Für Notfälle wie Entführungen und dergleichen. Durch einen simplen Knopfdruck lässt besagtes Programm sich unauffällig aktivieren, wodurch a. sämtliche sonstigen Eingaben als ungültig nicht befolgt werden, b. der alte Kurs beibehalten wird nach gewissen Täuschungs- und Ablenkungsmanövern, als da wären Geschwindigkeitsvariationen und Kurvenflüge. Wo war Sammy? Drittens. Durch das Notprogramm wird drittens... C. Durch das Notprogramm wird C. ein automatisches Ortungssignal abgegeben. So war das sahelische Hauptquartier über unsere Situation informiert. Konnte den Flug des Helikopters verfolgen. Bis zu unserer unsanften Landung an einer Stelle, wo das Empfangskomitee schon gewartet hat. Sehr plausibel. Und woher weißt du das alles, Sam? Ach, Gottchen, Gottchen, Gnädigste. Ein vergleichsweise primitives System hat keine Geheimnisse vor Sam, dem Durchdringenden, dem Scharfsinnigen, dem Allwissenden. Ich werde dich umbenennen in Sam, den Großen. Hoffentlich. Achtung!
Hier spricht die Armee von Sahel. Sie sind umstellt. Leisten Sie keinen Widerstand. Ergeben Sie sich. Sie haben keine Chance. Ah ja? Halten Sie Abstand. Kommen Sie nicht näher. Adamut, sonst schieße ich in den Treibstofftank. Die Folgen können Sie sich ausmalen. Eine riesige Stichflamme. Und Ruhe sanft für alle. Amen. Baby! Mein Gott, alles nur das nicht! Was verlangen Sie? Nennen Sie Ihre Forderungen! Wir brauchen einen Arzt! Dringend! Und dann, Moment, kann jemand von Ihnen diesen Helikopter fliegen? Ja, ich. Ja, Jonas konnte. Jonas war sogar Experte im Helikoptern. Aber Jonas wollte nicht. Auf festem Boden fühlte ich mich zurzeit sehr viel sicherer. Also sagte ich nein. Wie Nion, wie Dr. Pretorius, wie Van Meeren. Ein Arzt und ein Helikopterpilot. Beeilen Sie sich. Geben Sie uns Zeit. Gut, eine halbe Stunde. Bis 17.40 Uhr. Dann geht mein Laser los. In den Tank. Die Entführerin wirkte ruhig, entschlossen. Die Mündung ihres Laserstrahlers berührte den Treibstofftank. Wir in der Maschine hatten vorerst keine Chance, was zu unternehmen. Warum hatte das Militär draußen nicht versucht, den Helikopter zu stürmen? Gleich nach der harten Landung, das wäre der richtige Zeitpunkt gewesen. Mir fielen meine Gedanken von vorhin wieder ein. Jetzt teilte ich sie mit Nion und mit Sam. Die trauen sich nicht, die Helden. Warum? Aus demselben Grund, weshalb Dr. Pretorius verboten hat, was gegen die Entführer zu unternehmen. Baby. Ja, Baby. Baby darf nichts passieren. Baby darf nicht in Gefahr kommen. Offenbar ist Baby sehr wertvoll. Und explosiv. Wenn Baby explodiert, fliegt halb Sahel in die Luft, hat Dr. Pretorius gesagt. Eine Bombe. Eine sehr wertvolle Bombe. Eurimex kauft, verkauft, vermittelt alles. Auch wenn es nicht ganz astrein ist. Dafür ist Eurimex bekannt. Und Sahel führt schon lange einen Grenzkrieg mit Farazan. Einen Krieg, den keine Seite für sich entscheiden kann, weil beide etwa gleich stark sind. Und gleich gut bewaffnet. Nehmen wir an, Sahel will den Krieg beenden. Siegreich natürlich. Um den 50. Jahrestag der Unabhängigkeit so richtig schön zu feiern. Und darum bestellt die Regierung von Sahel bei einer skrupellosen europäischen Firma eine Waffe. Eine kriegsentscheidende Waffe. Eine Waffe, die der Gegner Farazan nicht hat. Mhm. Und weil nach dem Völkerrecht und nach allen internationalen Vereinbarungen gewisse Waffen auf gar keinen Fall gehandelt werden dürfen. Und weil die UN dieses Verbot mit strengsten Kontrollen überwacht. Könnte Eurimex auf die Idee gekommen sein, die Waffe durch die Hintertür nach Sahel zu schmuggeln? Im Handgepäck eines Ehrengastes, der mit dem Frachter einreist. Über einen kleinen Hafen. Nicht gerade der übliche Weg. Aber sicher. Brava. Bravo, bravissimi. Recht gefährlich kombiniert. Für Menschen gar nicht mal so übelst. Nichtsdestotrotz und dessen ungesiebt, Korrektur ungeachtet, dies dürfte der Gnädigsten ebenso klar sein wie dem mich besitzenden Schrumpfkopf, handelt es sich nicht um wohlfundiertes Wissen, vielmehr um Spekulation, um konjunktivistisches Gerätsel. Was der kühnen Konstruktion fehlt, ist ein Beweis. Ein handfester, faktischer Beweis. Sieh mal an, ein Beweis fehlt dem Herrn. Was soll ich denn da tun? Den sogenannten Schmuckkoffer aufmachen und nachsehen, was drin ist? Keinesfalls, Sir. Eine höchst gefährliche Prozedur. Obendrein unnötig. Der Beweis ist da. Was? Wo? In aller Bescheidenheit. Hier, in Sam. Es zeigt sich nun, wie recht eure vorausschauende Umsichtigkeit hatten, als sie, angeregt durch Fall Inselklau, dero demütigen Diener, auf dessen inständiges Flehen mit der Installation eines Radioaktivitätsfrüherkennungsprogramms auf Geiger-Müller-Basis beschenkten. Radioaktivität? In minimaler Quantität. Völlig gefahrlos. Aus dem Koffer, der bei der Landung strukturell ein ganz klein wenig lädiert wurde. Alles klar. Baby ist eine Atombombe. Bombe, ach du lieber Gott. Ein winziges Sprengköpfchen für eine Boden-Boden-Rakete. Kaum der Rede wert. Am besten vergessen Sie es gleich wieder. Wir haben doch schon genug auf dem Hals. Entführer, Sandsturm, die sahelische Armee. Warum wollen Sie sich zu allem Überfluss auch noch mit internationalen Problemen belasten? Wie sagt ein babylonisches Sprichwort, was ich nicht weiß, macht mich nicht radioaktiv. Sie halten das Maul, Conny. Ich habe nämlich nachgedacht und mir ist was klar geworden.
Sie haben uns in diesen Schlamassel gebracht, Conny. Ihnen verdanken wir, dass wir hier sitzen in akuter Lebensgefahr und nicht wissen, wie es weitergeht. Wie kommen Sie darauf, Chefin? Nur 3 Menschen wissen, dass Baby von Europa nach Sahel transferiert wird und auf welchem Weg. Ich natürlich, der Präsident von Sahel, Generalissimus Simba, und Sie, Conny van Meeren, mein Privatsekretär, meine rechte Hand. Sie haben uns an Farazan verraten. Darauf hat Farazan die kusbekische Befreiungsfront mobilisiert und uns entführen lassen. Sie haben die Entführer an Bord gebracht als angebliche sahelische Geheimdienstleute. Und vorher haben Sie meinen Bodyguard beseitigt und einen neuen engagiert, den Sie für einen harmlosen Trottel hielten. Mich freut nur eins, Conny, dass Sie jetzt mit uns in der Scheiße sitzen. Achtung! Wir schicken Ihnen den erbetenen Arzt. Geben Sie ihm freies Geleit. Zeit für eine Zwischenbilanz. Die Saheli waren blockiert. Sie wussten, was wir bei uns hatten und wollten es unbedingt haben. Einen Sturmangriff auf den Helikopter konnten sie nicht riskieren. Wegfliegen lassen konnten sie ihn auch nicht, weil dann die Farazani Baby kriegen würden. Pat. Und wir saßen auch fest, weil Laila einen Laser hatte, aber keinen Piloten für den Helikopter. Wieder Pat. Jonas konnte nur eins tun, abwarten, bis die Situation sich änderte. Durch einen neuen Faktor. Zum Beispiel durch den Arzt. Falls er ein Arzt war. Auf jeden Fall sah er sich den angeschossenen Entführer kurz an. In der letzten halben Stunde hatte der sich verdächtig ruhig verhalten. Seinetwegen haben Sie mich gerufen? Der braucht keinen Arzt mehr. Tot? So tot, wie es nur geht. Todelodelod. Dr. Pretorius. Ja, bitte? Was Ihre spezielle Fracht betrifft. Sie können sich denken, dass Generalissimus Simba sehr daran interessiert ist. Er wünscht zu erfahren... Schluss! Keine Unterhaltung mit den Geiseln. Ja, aber ich wollte doch bloß... Kein Wort mehr raus! Und sagen Sie Generalissimus Simba, wenn in 5 Minuten kein... Hör mal, Achtung! Zu spät, Van Meeren. Madame war einen Moment nicht konzentriert. Das reichte. Jetzt hat Jonas den Laser und wer den Laser hat, hat das Sagen. Stellen Sie sich drüben an die Wand. Alle. Sie nicht, Neon. Sie nehmen sich den Onkel Doktor vor. Klopfen Sie mal kräftig ab. Er hat zwar eine interessante Ausbuchtung unter dem Kittel. Darunter war ein Knockouter. Gar nicht schlecht. Jetzt hatte auch Neon was in der Hand. Die einzige Person, der Jonas trauen konnte. Wunderbar. Entführung beendet. Alles in Butter. Guter Mann, Jonas. Sie sind Ihr Geld wert. So, dann wollen wir mal aussteigen. Wird Zeit, dass wir es uns ein bisschen bequemer machen. Ein anständiges Hotel, Klimaanlage, Füße hoch, ein kaltes Bier auf den Schreck. Hört sich doch gut an. Wenn ich um Baby bitten dürfte, Jonas... Du wirst doch nicht, du Puddingkopf. Keine Angst, Sammy. Da müsste ich ja vom wilden Sandfloh gebissen sein. Na los, Jonas. Geben Sie mir den Koffer. Ich denke nicht daran, Dr. Pretorius. Baby bleibt bei mir, vorläufig. Jonas hat was gegen wandernde Atombomben. In Afrika und sonst wo. Und dann gibt's noch einen Grund, einen sehr triftigen Grund. Ich würde dieses Abenteuer gern überleben. Ich weiß, was los ist, Neon weiß es und Sie, Dr. Pretorius, wissen, dass wir es wissen. Ach, wissen Sie, Jonas, vergeben und vergessen, das ist mein Motto. Rührend. Sie kommen in Teufels Küche, Dr. Pretorius, wenn Ihr schmutziger Deal mit Sahel bekannt wird. Sie haben gar keine Wahl. Sobald wir den Helikopter verlassen, Neon und ich... werden wir liquidiert. Also sitzen wir wieder mal fest. Irgendwie müssen wir doch zu einem Ende kommen. Sie führen jetzt das große Wort, Jonas. Schlagen Sie was vor. Als erstes werden wir Ballast abwerfen. Doktor, Laila, nehmen Sie den Toten, schaffen Sie ihn raus. Und bleiben Sie draußen. Machen Sie die Tür auf, Neon. Vorsichtig. Und, Doktor, richten Sie Generalissimus Simba von mir aus. Für ihn hat sich nichts geändert. Er soll seine Leute zurückhalten. Sonst geht der Helikopter hoch, mitsamt der speziellen Fracht, für die er sich so interessiert. Mit großem Getöse und weltpolitischen Komplikationen. Sagen Sie ihm das, Doktor. Mit freundlichen Grüßen von Jonas. Nur Jonas. Allmählich reichte es mir. Jonas hatte keine Lust, noch länger festzusitzen. Außerdem wurde es wirklich Zeit, über die Sache mal gründlich nachzudenken. Hier ging das nicht. Zu laut, zu unruhig, zu viele Soldaten. Ein Ortswechsel war angesagt. Ganz meine Meinung, Jonas. Leider unmöglich.
Wer sagt das? Wozu haben wir einen Helikopter? Können Sie das Ding denn fliegen, Jonas? Mhm. Versuchen Sie es. Generalissimus Simba wird Sie abschießen. Und Smith, Chefin, vergessen Sie das nicht. Mit Ihnen rede ich nicht mehr, Conny. Abschießen glaube ich nicht. Solange Baby an Bord ist, sind wir sicher. Was, Sam? Bombensicher. So sicher wie in Abrahams Schoß, Herr Oberrabbiner. Wie in Moses Hosentasche. In Noahs Schürzenzipfel. Man könnte auch sagen... Man könnte auch still sein. Und was tun zur Abwechslung? Bitte, bitte. Was befiehlt mein Herr und Gebieter? Setz die komplette Elektronik im Cockpit außer Gefecht. Automatische Steuerung, Radar, Kurscomputer und was sonst noch da ist. Euer unüberbietbare Selbstüberschätzung hegen doch wohl nicht die Absicht, den Helikopter mit eigener bloßer Hand splitterfasernackt zu fliegen? Korrektur. Den Helikopter mit eigener bloßer splitterfasernackter Hand zu fliegen? Das ist der Plan, Sammy. Oh, wenn das nur gut geht. Lass das meine Sorge sein. Und tu, was ich dir gesagt habe. Mach die Elektronik kaputt. So richtig mit Schmackes, mit Puff und Knall und Bums? Wenn's dir Spaß macht, Sammy. Und wie, Papi? So. Und so. Befehl ausgeführt, Herr Staffelkommandeur. Sehr gut, Gefreiter Sam. Hä? Gefreiter? Wenn Jonas Staffelkommandeur ist, dann ist Sam mindestens Luft... Arschall, oder Generalissimus. Apropos... Wenn ich voll in den Sandsturm starte, kriegen Simba und seine Krieger das erst mit, wenn wir schon weg sind. Dein Wort in Gottes Ohr? Na ja, gut, also in Gottes Ohr. Radar? Die haben ja nicht gerade das Allerneueste. Im Bambala habe ich es mir angesehen. Kein Problem. Den Radar tricksen wir aus. Wir fliegen unten durch, so niedrig wie es geht. Bei einer Sicht von maximal 10 Metern? Das kann. Die Alternative wäre, hier stehen zu bleiben. Und zu warten, bis sie uns einkassieren. Auf geht's! Unter dem Kiel. Das heißt O2 oder auch gymnastisch Luft. Aha. Wie die wilde Jagd fegten wir durch die aufgewirbelten Sandsäulen. Vorbei an Giebeln, Masten und Türmen. Rechts, links, dann immer geradeaus. Der Sturm nahm ab. Ich konnte was sehen. Wüste. Nichts als Wüste. Keine Verfolger. So weit, so gut. Gut? Gar nicht gut, Jonas. Was haben Sie denn gewonnen durch Ihre unüberlegte Flucht? Sie werden nicht weit kommen, glauben Sie mir. Dieser Heli werden Ihnen keine Ruhe lassen. Sie werden Sie jagen. Sam? Dein Sklave findet sich im Staube, erhabener Herrscher. Lagebericht. Wie sieht's aus? Ja, bescheiden, Meister. Generalalarm für alle sahelischen Streitkräfte. Luftwaffe, Panzer, Marine, Raketentruppe, Camelreiter und Fußlarger. Befehl, ausschwärmen, Helikopter SHSI 19 orten. Oh, das sind ja hier. Und, haben Sie uns geortet? Sie suchen hier, sie suchen dort, an diesem und an jenem Ort, im Wüstensand, im Himmelslicht gefunden haben sie uns doch nicht. Nur eine Frage der Zeit, Jonas. Ich kenne Generalissimus Simba, der lässt nicht locker, bis er sie erwischt hat. Und dann geht's ihnen schlecht. Ich gebe ihnen einen guten Rat. Stellen Sie sich, freiwillig. Überlassen Sie Baby dem Generalissimus, dann wird Ihnen nichts geschehen. Ganz, ganz großes Pfadfinder Ehrenwort. Im Gegenteil, Jonas, Sie werden eine Belohnung bekommen, eine hohe Belohnung. 5.000, 10.000 Euros. Sie werden reich, Jonas. Ach, 10.000 Euro ist lächerlich. In Farazan kriegen Sie mehr, Jonas, viel, viel mehr. Das garantiere ich Ihnen. Hören Sie nicht auf Dr. Pretorius, die verspricht alles und hält nichts. Fliegen Sie über die Grenze. Die Farazani werden Sie mit offenen Armen empfangen. Was wünschen Sie sich? Eine Villa, einen Harem, eine Million auf Schweizer Konten? Warum nicht gleich eine Milliarde? Sie lügen doch, wenn Sie das Maul aufmachen, Conny. Ich dachte, Sie reden nicht mehr mit mir, Chefin. Ich rede auch nicht mit Ihnen, Conny. Ich sage Ihnen nur, was ich von Ihnen halte. Erst haben Sie mich verkauft und jetzt wollen Sie auch noch Jonas verkaufen. Glauben Sie ihm nicht, Jonas. Fliegen Sie nach Kundu zurück. Nach Farazan, Jonas. Fliegen Sie nach rechts. Zurück. Rechts. Links. Und so weiter. Das Gezeter fing an, mir auf die Nerven zu gehen. Vor uns am Horizont eine Steinwüste. Kein Mensch, keine Pflanze, kein Wasser. Nur Felsen und Sand. Ich landete kurz und schmiss die beiden raus. Vielleicht hätte ich das schon in Kundu tun sollen. Aber hier hatten sie es schwerer. Strafe muss sein. Als ich abhob, prügelten sie aufeinander ein. Angenehmer Aufenthalt. Endlich allein. Allein? Leon und Jonas? Und der liebe gute Sam. Anrühren. Eine rechte, echte Familie. Vater, Mutter, Kind. Nicht zu vergessen, Baby.
Und hier, meine Damen und Herren Abgeordneten, steht das gewichtige Problem mitten im Raume. Erhebt die große Frage, ihr brennendes Haupt, was tun mit Baby? Am liebsten Klappe auf und raus, wie Dr. Pretorius und Van Meeren. Aber das ist nicht drin. Im Sand eingraben oder in den Bergen verstecken. Alles viel zu unsicher. Es geht ja nicht nur darum, Baby loszuwerden. Das ist nicht schwer. Wir müssen auch verhindern, dass die Bombe in die falschen Hände kommt. Und wir müssen uns absichern. Zusehen, dass wir heil aus der Geschichte rauskommen. Das heißt, erstmal auf Seil. Schwierig, euer Tüdeligkeit. Wie das jetzt aussieht, sitzen wir voll in der Falle. Die Grenze ist dicht, der Luftraum drüber auch. Flak, Raketen, Jägerpatrouillen, all überall auf den Tannenspitzen. Falle zu, Ratte tot. Soweit sind wir noch nicht, Sammy. Es wird uns schon was einfallen. Na, dann sollten wir uns aber beeilen, Herr Hilfsnachtwächter. Denn siehe, es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Jonas flog weiter und dachte nach. Neon dachte auch nach. Und Sam sowieso. Mir fiel nichts ein. Dafür fiel mir was auf, unten auf dem Erdboden. Ein unendlich langer Strich in der Landschaft. Ich ging tiefer. Das ist die Piste. Die Straße durch die Wüste. Von Kundu nach Bambala. Beziehungsweise von Bambala nach Kundu. Immer präzis, gell? Ein Lastzug. Der steht. Der auch? Der Fahrer hat wohl gehalten, um den Sandsturm abzuwarten. Jetzt schläft er im Führerhaus. Container hat er geladen für Bambala. Ich habe eine Idee. Ich auch, Jonas. Und Sam schon lange. Zwölf Stunden später, Vormittag. In Kundu ging es los, das große Fest. 50 Jahre Uhuru, 1962 bis 2012. Menschen über Menschen auf dem riesigen Areal vor dem Nationalpalast. Fahnen, Spruchbänder, pflichtschuldiger Jubel für die großen Führer des sahelischen Volkes. Generalissimus Simba, der winkte huldvoll vom Balkon. Ein Brummen in der Ferne. Es kam näher, wurde lauter. Ein Helikopter, SHSI 19. Das stand groß und weiß auf der Unterseite. Darüber das Emblem der sahelischen Armee. Schwarzer Elefant unter grüner Palme auf gelbem Grund. Der Helikopter drehte eine Runde und schwebte dann über dem Nationalpalast. Neon und Jonas nickten sich zu. Ein bisschen nervös, aber entschlossen, das Spiel zu Ende zu spielen. Sam machte uns eine Sprechfunkverbindung mit dem Generalissimus. Ich weiß, wer Sie sind, Jonas. Ja, Baby. Baby gehört mir. Ich hab dafür bezahlt. Viel Geld. Kommen Sie runter. Ich will mein Eigentum. Sichern Sie uns freien Abzug ins Ausland zu, Generalissimus. Was Sie wollen auf der Stelle. Kommen Sie, bringen Sie mir mein Baby. Nicht so schnell. Wir verlangen Garantie. Von mir aus. Ich verspreche alles. Steigen Sie zu, Generalissimus. Was? Kommen Sie zu uns in den Helikopter. Wir lassen Ihnen eine Strickleiter runter. Dann können wir reden. Kommt nicht in Frage. Wozu? Reden können wir auch so. Sie kommen zu mir. Landen Sie sofort. Sonst lasse ich Sie abschießen. Das liegt bei Ihnen, Generalissimus. Wenn Sie Ihr großes Fest unbedingt mit einem atomaren Feuerwerk abschließen wollen. Also gut, schieße ich Sie nicht ab. Aber in den Helikopter komme ich nicht. Ich muss darauf bestehen, Generalissimus. Können wir nicht zwingen. Wollen wir wetten? Wenn ich den Helikopter auf Ihren Nationalpalast fallen lasse... Dann sind Sie tot, Jonas. Sie aber auch, Generalissimus. Und Ihr jubelndes Volk. Der Palast ist kaputt, ganz Kundu ist kaputt. Von Sahel bleibt nicht viel übrig. Lassen Sie die Leiter runter. Wir ließen die Strickleiter runter. Und dann hieften wir sie hoch. Mitsamt dem Generalissimus. Keine leichte Arbeit. Exzellenz hat ein erhebliches Übergewicht. Hier bin ich. Wissen Sie, Jonas, wie die Saheli ihren Präsidenten nennen? Nicht Simba, Löwe. Pombe, das heißt Bier. Ich bin sicher, er trinkt nur im Port. Keinen Stern von sein. So, die Tür zu, Neon. Wird gemacht. Schneiden Sie sich an, Generalissimus. Was soll das? Halt, bleiben Sie! Das ist nicht vorgesehen. Von uns schon, Generalissimus. Wo fliegen wir hin? Zur Grenze, Generalissimus. Sie werden Ihre Truppen anweisen, den Helikopter passieren zu lassen. Ja, das hätten Sie gern. Warum sollte ich? Weil Sie noch eine Zeit lang Bier trinken möchten. Außerdem wollen Sie das von uns.
Baby. Wo ist Baby? Nicht an Bord, Generalissimus. Sie haben mich angelogen. Nicht doch, Generalissimus. Wir haben nicht behauptet, dass wir Baby noch bei uns haben. Versteckt haben Sie Baby. Wo? In Sahel. Natürlich in Sahel. Über die Grenze wären Sie nicht gekommen. Wo in Sahel? Das verraten wir Ihnen, wenn wir die Grenze hinter uns haben. Kann ich mich darauf verlassen? Sie können. Unser Ehrenwort, Generalissimus. Wir kamen sicher über die Grenze. Nicht die Grenze zu Farazan. Da wären wir vom Regen in die Traufe geraten. Die Grenze zu Solaria. Ein Staat, der mit Sahel und Farazan wenig am Hut hat. Umso mehr mit Europa. Weil von da viele Touristen nach Solaria kommen. Um sich an dem berühmten weißen Strand zu legen. Unter die berühmten grünen Palmen. Außerdem hat die Atomwaffenkontrollkommission der UN ein Büro in Solaria. Ihr Ehrenwort. Sie haben mir Ihr Ehrenwort gegeben. Und das halten wir auch. Dann sagen Sie mir, wo Baby steckt. Mit Vergnügen, Generalissimus. Und nicht nur Ihnen. Sam? Kann es denn wahr sein? Wirklich? Wahrhaftig wahr? Sam wird wieder gebraucht? Halleluja, Halleluja, lobe den Herrn. Deinen Herrn loben kannst du später, Sam. Ja. Jetzt mach mir eine Verbindung nach Solaria zu UN. Jawohl, Herr Cheftelegrafist. Zack, zack, Verbindung steht. Folgende Mitteilung. Achtung, Frachter Eurimax Queen heute Morgen in Bambala ausgelaufen, Ziel Babelshafen, Europa. An Bord Atomsprengkopf, der illegal in Sahel eingeführt wurde. Sprengkopf befindet sich in Koffer. Koffer befindet sich in Container E4. Inhalt sahelische Holzschnitzerei. Empfehle sofort Maßnahmen. Frachter stoppen, entern, Sprengkopf sicherstellen. Stopp. Stopp. Mitteilung unterwegs. Sie. Eingelegt haben Sie mich. Ich werde Sie... Sie werden ganz friedlich sitzen bleiben, Generalissimus. Sonst geht mein Knockout da los. In Sahel, haben Sie gesagt. In Sahel haben Sie Baby versteckt. Jawohl, das haben wir. Direkt an der Piste Kundu Bambala. Gestern Abend in einem Lastzug. Genauer gesagt, in einem Container auf dem Lastzug. Eurimax Queen E4 stand auf dem Container. Und das brachte uns auf die Idee. Jonas landete den Helikopter in einiger Entfernung. Wir schlichen uns an, Neon und ich, machten vorsichtig den Container auf, packten Baby zwischen die Volkskunst, machten den Container wieder zu. Dann weckten wir den Fahrer, damit er pünktlich nach Bambala kam. Und die Eurimax Queen am nächsten Morgen planmäßig segeln konnte. Übernachtet haben wir übrigens in den Bergen, auf einem unzugänglichen Hochplateau. Tja, das wär's dann wohl. Fall abgeschlossen. Hey, Moment mal. So geht's ja nicht. Da ist noch einiges zu klären. Zum Bleistift. Mach du das, Sammy. Jonas hat's eilig. Eine Verabredung. Mit Neon. Mit der kann man nicht nur Pferde stehlen oder Atombomben verstecken. Wir haben beschlossen, ein paar Tage in Solaria zu bleiben. Und uns näher zu kommen. Bis dann, Sammy. Ja, und nu? Weg ist er. Und während der Herr und Meister sich vergnügt, muss der Knecht schuften. So ist das. Immer so gewesen. Der Lauf der Welt. Naja, watch else. Also, dann wollen wir mal die losen Enden aufwickeln. Mit Musik. Denn damit geht bekanntlich alles besser. Fangen wir an mit Generalissimus Simba. Der blieb auch in Solaria. Allerdings unfreiwillig. Während seiner Abwesenheit hatten die Saheli Revolution gemacht und ihn gestürzt. Dr. Pretorius tauchte nach einer Woche aus der Wüste auf, gesund, munter, wohlgenährt. Ja, und allein. Von Cornelis van Meeren hat man nie wieder was gehört. Baby wurde gefunden und von der UN in Gewahrsam genommen. Und dann kehrte man die ganze Geschichte unter den Teppich. Ja, weil sie sonst zu peinlich geworden wäre für Sahel, für Farazan und für die Firma Eurimax. Tja, und Jonas? Der legte sich mit Neon an. Korrektur. Der legte sich mit Neon an den berühmten weißen Strand unter die berühmten grünen Palmen. Ja, und wie er da lag, war er schon mitten im nächsten Fall. Und es ging wieder los. Das Rennen und Jachen und Detektieren. Oder heißt es, Detektivieren? Oh, Igel. Egal. Nix mit Ausruhen und sich näher kommen. Armer Jonas. Ah, was heißt armer Jonas? Geschieht ihm ganz rechts? Links? Mittendurch. Ach, Ende.
Das war Eurobaby, eine Folge aus der Science-Fiction-Krimiserie Der letzte Detektiv von Michael Koser. Den Detektiv Jonas sprach Bodo Primus, seinen Supercomputer Sam Peer Augustinski. Es wirkten außerdem mit Evelyn Hamann, Jutta Speidel, Günther Sauer, Reinhard Glemnitz und viele andere. Ton und Technik Irene Thielmann und Christine Koller. Aufnahmeleitung Rainer Kositz. Regie Dana Klein. Thank you.